Hi, schönen guten Morgen. Hallo. Morgen. Na, wie habt ihr euch entschieden? Wir machen weiter. Ihr macht weiter. Wir machen weiter. Wir ziehen es durch. Ich muss wissen, ja, dass ihr wirklich so da steht und sagt, geht's los? Wir haben richtig Bock. Ja? Ja. Okay, dann zeigt es mir auch. Ja? Ich muss das auch zeigen. Ich muss das auch zeigen. Ja, genau, genau, ja, genau, genau. Ich habe so viel reingesteckt. Das jetzt aufzugeben, wäre Blödsinn. Das will ich nicht. Ich will es definitiv weitermachen und das Ganze mit ordentlich Power. Nun heißt es anpacken im Hirsch. Frank Rosins Maßnahmen. Eine neue kulinarische Leitlinie soll mehr Gäste anziehen und die Umsätze steigern. Für diese gilt es, eine Speisekarte zu erarbeiten. Durch gezieltes Kochtraining wird die neue Idee dann auch eingeübt. Und schließlich soll der Gastraum heller gestaltet werden. Wir brauchen für dieses Restaurant eine neue Idee. So, wie ihr das jetzt betreibt, geht es nicht weiter. Das Hauptproblem im Hirsch, biedere Hausmannskost statt kreativer, moderner Küche. Kein Wunder, dass damit nicht genug Gäste angelockt werden konnten. Was stellt ihr euch so vor? Was könnte dieser Stadt fehlen und worauf haben die Leute Bock? Wozu man vielleicht in die Großstadt fahren muss extra oder so? Was kann man hier etablieren? Ich würde es allen moderner machen. Dass es vielleicht auch, dass es vielleicht die jüngere Generation mehr anspricht. Habt ihr schon mal daran gedacht, dass man ein modernes, mit Tradition behaftet, ja, jung und dynamisch ausgerichtetes Steakhouse wird? Was haltet ihr davon? Ich finde es gut. Mir gefällt die Idee. Also die Idee ist geil. Also ich denke, meine Familie würde oft hier sein. Was sagst du? Das sehe ich auch so. Also meine Jungs zum Beispiel auf alle Fälle. Die sind alle Fleischesser. Also, kommt mal her. Machen wir das? Wir machen das. Gut, okay. Ja, alles klar. Super. Eine neue kulinarische Leitlinie ist gefunden. Der erste Schritt auf dem Weg zum Neuanfang. Also die Idee mit dem Steakhouse, die finde ich klasse. Das hat mir auch von Anfang an gefallen, weil es passt von der Einrichtung her. Das waren so rustikale, so Steak. Ich finde das super gut. Dann müssen wir mit dem Bürgermeister darüber sprechen. Mhm. Ja, wir müssen ihm das ja sagen. Mhm. Ja, müssen wir gucken, was wir jetzt noch alles verändern werden und müssen. Mhm. Alles klar? Jawohl. Dann gehen wir rüber. Genau. Jetzt muss die junge Unternehmerin beweisen, dass sie die neue Geschäftsidee auch mit Power an den Mann bringen kann. Frank Rosin stärkt ihr den Rücken. Wichtig ist, dass wir jetzt ordentlich auftreten, dass du das ihm glaubwürdig und sachlich erzählst. Ja? Und du musst ihm das jetzt verkaufen. Er hat dir nur noch 2 Monate gegeben. Ja? Dann möchte er Veränderungen sehen bis dahin und dass vor allem die Mietrückstände kommen. Jetzt ist dein Moment. Der Bürgermeister als Verpächter muss der neuen Idee zustimmen. Sonst gehen im Hirsch die Lichter aus. Morgen. Guten Morgen. Hallo. 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 Morgen. Guten Morgen. Wir möchten ganz kurz nur eine Mitteilung machen. Bitte schön. Ja, also wir hatten gestern, Herr Rosin hat uns vor die Frage gestellt, gestern haben, wollen wir den Hirsch weitermachen? Oder haben wir gesagt, wir ziehen die Reißleine und sagen, das war's. Ja. Ich möchte, dass es weitergeht. Meine Angestellten sind derselben Meinung. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Idee. Wir würden es gerne ummodeln, sag ich mal. Und vielleicht sollten wir uns erst mal setzen, wenn ihr eine ganze Idee präsentieren wollt. Okay. Ja, wäre vielleicht besser. Bin ich ganz gespannt, wie die Idee aussieht. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir diese Tradition, die der Hirsch hat, wollen wir schon beibehalten, aber wir wollen es auch ein bisschen moderner machen. Und deswegen haben wir überlegt, wir verbinden das Ganze und machen ein Steakhouse draus. Steakhouse. Gibt Bürgermeister Schneider Nicole noch eine Chance und gewährt ihr einen weiteren Zahlungsaufschub. Das traut ihr euch auch zu? Ja, wir stehen dahinter, voll und ganz, alle drei. Wir wollen das und wir sind überzeugt davon, dass wir das schaffen in Zukunft, dass wir das hinkriegen und dass eben dann die Mietrückstände bezahlt werden können. Was mir jetzt nicht klar ist, wird sich auch am Ambiente, an der Präsentation was ändern? Ja, im Zuge dessen würden wir natürlich gerne renovieren, würden auf jeden Fall da auch Malerarbeiten machen. Wir geben uns Mühe und wir... Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass es diesmal funktioniert. Also ich habe das Gefühl, sie hat wirklich drüber nachgedacht. Mindestens ein kleiner Ruck ist schon durch sie durch. Ich hoffe natürlich, dass der große Ruck dann kommt, wenn die Gäste vor der Tür stehen und sie dann dort glänzen kann. Weil überzeugen muss sie, ansonsten war es die wirklich letzte Möglichkeit. Einen hat Nicole aber jetzt schon überzeugt. Gut gemacht. Ja,
Also, nee, muss ich dir echt sagen, hast du wirklich gut gemacht. Ja, ich bin richtig stolz auf dich. Hallo. Hallo. Wie sieht's aus? Super, wir haben uns schon einige Gedanken gemacht und denken, wir können dann loslegen. Mensch, wisst ihr was? Ich habe euch gar nicht so oft in Erinnerung, dass ihr so schön lachen könnt. Das gibt's ja gar nicht. Wunderbar, wir haben auch Erfolg. Jawohl. Gehabt sogar. Mhm. Erzähl. Ja, Bürgermeister sitzt mit dem Boot, auch der Herr Metzler. Das ist prima. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist einfach ein Wahnsinnsvertrauensbeweis, vor allem auch, dass er sagt, es gibt eben noch mal eine Chance. Auch wenn es jetzt wirklich die letzte ist, aber er sagt, es gibt eben noch mal die Chance. Er hätte auch sagen können, nee, jetzt reicht's. Die Stadt unterstützt den Neuanfang im Hirsch und übernimmt die Renovierungskosten. Herr Metzler vom Stadtmarketing hat ein Handwerkerteam besorgt, das sich um den Umbau kümmern wird. Hallo Silvia. Herr Metzler, grüß Sie. Hallo. Ich habe ein paar Leute organisiert. Ja. Der Herr Hempel. Und da ist er. Hallo. Los geht's. Los, richtig. Oh Mann. Jetzt. Genau, denn die Zeit drängt. In 2 Tagen wird der Hirsch mit dem finalen Testessen wiedereröffnet. Inzwischen geht es in der Küche ganz klar ans Fleisch, an die Steaks, um genau zu sein. Herzlich willkommen bei Rosins Fleischschule. Wie mache ich die jetzt? Also, dass die richtig zart, super und sind und nicht verbrannt oder weiß ich was? Stimmt, das ist die Kardinalfrage. Und darum habe ich euch auch alle hier in die Küche geholt, damit ihr das alle einmal wisst. Und damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen. Und damit ihr genauso mit diesem Wissen dem Kunden entgegenkommen könnt. Wie hättest du das zubereitet? Na, ich hätte es jetzt Öl heiß werden lassen, richtig heiß werden lassen. Und dann von beiden Seiten kräftig angebraten. Ja. Und dann an der Seite gestellt. Was draufgelegt und an der Seite gestellt, dass was denn draufgelegt? Kann. Na, ein Deckel oder was. Dass es nachziehen kann. Das ist von der Idee und von der Technik gar nicht so falsch. Machst einen Deckel drauf. Und machst letztendlich aus der Bratpfanne einen Ofen. Das Prinzip werden wir sogar so übernehmen. Von daher bin ich echt so positiv überrascht. Wir werden es nur mit einem Ofen machen und mit kontrollierter Hitze. Also, das Steak in richtig heißem Fett anbraten. Von jeder Seite für ca. 2 Minuten. Dann kommt es in den Ofen. Bei 100 Grad wird es dann in 8 Minuten Medium gegart. So eine Art Garsauna. Als pfiffige Beilage zum Steak zeigt der Sternekoch den Hirschdamen seine Interpretation von Kartoffelpüree. Hierfür werden zunächst grobe Zwiebeln in Butter goldbraun gebraten und gekochte Kartoffeln zerstampft. Gemüsebrühe gibt zusätzlichen Geschmack. Alles ordentlich vermengt und mit Olivenöl abgeschmeckt. Und fertig ist Rosins Kartoffelstampf. Lecker. Aber das Olivenöl kommt. Schön. Und dann das Zwiebelige. Merkt ihr diese Süße der Zwiebeln? Ja. Cool. Schmeckt wie Sau. Muss ich sagen. Also das ist eine Sache, was wirklich, wo wirklich mal was anderes ist, nicht so eine Pampe ist. Und das, wo ich denke, dass die Leute das auch annehmen. Chefin? Ja, so machen wir es. Ist lecker. Schön, ne? Ja. Einfach, aber klasse, oder? Ja, super. Genau wie ihr. Jetzt gucke ich mal, wer das Fleisch macht. Das Steak sollte im Ofen perfekt durchgegart sein. So, jetzt gucken wir mal. Ne? Man kann hier genau sehen, keine braune Stelle. Alles schön rot. Ja, ganz gleichmäßig. Und wie schmeckt die neue rosa Attraktion des Hirschen? Für meine 3 Bienen hier. Summ, 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 summ. Der Rose geizt mit Fleisch nicht rum. Danke. Geil, ne? Geil. Sehr lecker. Schön, ne? Mhm. Gut. Das Steak ist offensichtlich gelungen. Aber es bleibt noch jede Menge zu tun. Schreibt die Speisekarte. Wir brauchen die für morgen. Habt ihr noch Ideen? Rein. Kein Problem. Das Restaurant seid ihr. Okay? Wir sehen uns morgen wieder. Jawohl. Ja? Und dann machen wir weiter. Schönen Abend. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke. Während die Renovierung des Gastraums voranschreitet, kümmert sich das Damentrio um das neue Speisenangebot des Restaurants. Mädels, Speisekarte. Das Hirschteam geht voller Elan an die aufgetragene Aufgabe. Wir kommen weiter. Und das ist auch gut so. Denn in 2 Tagen haben wir das finale Testessen. Und da muss das hier fluppen. Ansonsten kommt die Stadt, macht den Laden zu. In 2 Monaten. Ein neuer Tag in Öderan, im Traditionsrestaurant Hirsch.
Heute geht es Frank Rosin um das Dessert, die Königsdisziplin der Gastronomie. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frank. Hi. Hi. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Ja, sieht sehr gut aus. Okay, ihr habt schon vorbereitet? Ja. Wundervoll. Wir machen einen Klassiker, ein wundervolles Rezept, einfach. Wenn es aber mal frisch gemacht ist, dann kann es selbst einfach sein. Hauptsache, das Produkt, das steht im Vordergrund. Und das ist heute die Orange. Ja? Ihr nehmt hier den Würfelzucker und reibt mit dem Würfelzucker über die Schale. Der Würfelzucker nimmt die Schale auf. Ja? Und das ganze Aroma, das ganze originale Orangenaroma ist jetzt hier drin. Mhm. Riech mal. So, und das machen wir jetzt. Beim ersten Testessen hat die Nachspeise eingekochte Waldbeeren mit Vanilleeis unterirdisch abgeschnitten. Eine frische Orangencreme soll das Problem beheben. Also wir machen den Saft schon mal fertig. Wir werden es aber nicht mit dem Creme fraiche verbinden. Weil sobald Fett in eine Flüssigkeit kommt, passiert nämlich Folgendes. Das Fett in der Sahne sorgt dafür, dass die Suppe immer mehr an Geschmack verliert. Und darum macht man das auch immer ganz zum Schluss, bevor man anrichtet. Okay? Okay. Ghetto-Faust. Yeah. Frank, was ist mit der Vanilleschote? Jawohl, da sind wir ja. Komm her, lass dich drücken. Die Vanilleschote hat der Rose vergessen und du hast es gemerkt. Ja, endlich seid ihr wach. Mann. Geil ist das. Scheinbar hat es Frank Rosin geschafft, die lang vermisste Kochleidenschaft beim Hirsch-Team zu wecken. Die Vanille sorgt für eine exotische Note. Zum Probieren wird ein Teil des Orangensaftes mit Creme Fraiche verrührt, damit sich das Team seiner härtesten Kritikerin stellen kann. Nicoles Tochter Kim. Und? Sag mal. Lecker. Lecker, ne? Okay. Super, ne? Ich bin eigentlich richtig froh, dass der Frank denen hilft. Wenn es so leckeres Essen gibt, da kommen ja natürlich auch mehr Gäste. Frank Rosin hat in Kim eine neue Freundin gefunden und möchte ihr eine kleine Freude bereiten. Diese Puppe hat sich die Sechsjährige schon lange gewünscht. Ich freue mich ja. Ich gebe mir die Wolze wirklich haben, die Puppe, ne? Ja, es ist toll, dass der Freund mir das geschenkt hat. Das war mir gerade echt ein Bedürfnis. Der kleinen Kimi einfach mal eine Freude machen. Ja. Brighter than the sun.